Komm doch, Herr, komm doch, kriegst du Kopfnussjunge. Aber eine richtig heftige. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Machen Sachen. Ach ja, du darfst ja. Ach ja, du hast ja die Ehre, den Dings zu benutzen. Das stimmt ja. Ja, geil. Wo Daniel, danke für deine Likes. Verstehe ich nicht. Stimmt, Sophie hat ja die Ehre, meine Emotes zu benutzen. Aber bin jetzt wieder raus, ja wunderbar. Kann man nee, das ist blöd. Also als Boden müssen wir Holz nehmen, da kannst du kein Dings nehmen, das ist ja Kacke. Das ist ja albern. Da müssen wir Holz nehmen. Und ich denke mal, wir werden das Holz nehmen. Das ist halt das gängige Holz. Wir müssen erstmal ein paar Treppen machen, ein paar Stuhl, ein paar Dings machen. Ein paar. Und die haben wir hier noch. Setzen wir den da drauf oder? Ja, da drauf. Ups. Oh, der Daniel rastet aber auch gerade richtig aus hier mit Likes. Den Rekord schaffst du, Daniel. Oh, nee, da nicht. Dann schauen wir mal, ob wir auch. Ich glaube, wir gehen noch einen drum. Also einen rum so als Abschluss. Bin auf dem Bildschirm eingeschlafen. Sehr gut. Und machst immer so. Weiß gar, ich glaube, der Rekord müsste um die 300.000 sein. Der war letztes Jahr zu meinem Geburtstag, hatten wir den. Tatsächlich. Aber auch nur, weil ich was zu verlosen hatte. Nein, das ist scheiße. Kann ich gewinnen. Ein Meet and Greet. Nackt. Klar. Logisch. Die, ne? Also, ganz klar. Doch, so ist es vielleicht ganz okay. Klotz haben wir hier, ne? Also müsste der dahin. Nee, der dahin. Der dahin und der dahin. Na dann. 1, 2, 3.
Für. Nehmen wir erstmal die. Will den ja jetzt nicht fertig bauen hier. Ich will ja nur mal anfangen. Natürlich nicht. Ich baue ja gar nichts fertig in Minecraft. Okay. Und dann müssten da. Warte mal, hier haben wir die Stufen. Die Treppen. Hier theoretisch Holz müssen wir gleich mal besorgen. Ups. Oh, hier auch so ein Dings drumrum. Machen wir jetzt aber natürlich in kein Bett rein, ne? So. Aber pennen können wir gehen. Ja, da musst du halt noch ein bisschen verschönern, ne? Kannst du dies und das noch machen. Der Konsum in dem live gezeigten Substanzen ist möglicherweise gesundheitsschädlich. TikTok ist gesundheitsschädlich. Dass wir gleich. Ja, nö. Zeitlich sollte das noch passen. Auch den Kranarm, ne, den musst du dann halt auch damit machen. Das sieht uns kacke aus. Die werden auch mal wieder dran, allgemein hier oben, ne? Also erst im Dezember tatsächlich, ich war erst vor 2 Monaten da. Oben müssten auf jeden Fall mal wieder gemacht werden und hier die, wo ist er? Hier gucke. Die Extensions, die fallen bald raus. Also sind fast schon, also was heißt fast überall, bei vielen aber schon draußen. Also ab hier ist das echt Haar. Ja, genau, machen lassen. Also mir eine andere hat mir gesagt gehabt, ja kommst du vorbei, machen wir die Extensions raus. Die letzte, wo ich war, hat gesagt, totaler Blödsinn, lass die doch einfach drin und lass die rausfallen. Wenn sie draußen sind, sind sie draußen. Die sagt, du bist sonst Stunden bei mir und wir machen deine Dreadlocks raus. Und du zahlst dafür einfach Geld. Das ist totaler Quatsch. Und sie hat zu mir gesagt, lass die einfach rausfallen und nächstes Mal, wenn du kommst, mache ich unten die Spitzen zu, weil man sieht hier oben, wo ist denn hier einer? Hier, der hier zum Beispiel, wie der sich kringelt, wie so ein Schwein, links, ne? Wie so ein Schweine, links und so. Und den macht sie dann halt richtig vernünftig zu, dass der richtig eine schöne Spitze hat, ne? Aber was schon mal gut ist, dass sie ja nicht zusammenwachsen momentan. Aber ich hatte auch das Problem, dass ich mir die machen lassen habe. Also die Haare normal schneiden lassen habe an den Seiten, ne?
Und das wurde einfach reingeschnitten. Zu Weihnachten bekommst du eine Häkelnadel von mir. Ich habe tatsächlich Häkelsachen da. Aber ich kann das nicht. Ne. Oha. So lassen wir das jetzt erstmal. Hast doch nur ein paar. Ich wüsste nicht mal, wie ich anfangen sollte damit. Komm, wenn wir jetzt gerade noch schon hier sind, machen wir hier einmal ein bisschen was. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, ich wüsste nicht mal, wie ich damit anfangen soll. Macht ihr die bei euch immer selber? Gut, ich denke mal, ihr beide würdet es können, ne? Und dann könnt ihr immer gegenseitig machen, ne? Das ist natürlich spitzmäßig. Ich denke mal, vielleicht wäre das auch was anderes, wenn man es irgendwie... Ist es bei einem selber nicht schwieriger als bei anderen? Ach, die hat gar keine mehr. Ach so. Und du machst das bei dir denn selber, oder wie? Oder was? Oder wo? Haben Strickzeug bei uns irgendwo rumliegen. Keiner von uns kann stricken. In 50 Stunden mühselig rausgekämmt. Und es tut doch weh, oder nicht? Ja, mach das selber. Ja, das wäre schön, wenn ich das könnte. Wie lange brauchst du? Wie lange würde es, sage ich mal, jetzt beispielsweise dauern, wenn ich mir das selber machen würde? 2 Stunden, so schätze ich mal auch, ne? Man kann ja jede Woche immer mal ein bisschen machen, ne? Also ich habe zu Hause Nähzeug und ich nähe tatsächlich auch ab und zu mal. Weil die Vanetta gerade meint, sie hat Strickzeug zu Hause irgendwo rumliegen, aber keiner kann es stricken. Das ist sehr gut. Ich habe 25 Stück und mache jeden Tag ein. Wie lange machst du denn an einen rum da? Das wäre auch ganz interessant zu wissen. Zwei bis drei Minuten. Gut, das wäre natürlich ein Träumchen, ne? Wie? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie mache ich das? Gehe ich da einfach rein mit der Häkelnadel und... Zieh die denn wieder zurück oder was? Aber das können wir auch alle. Ja gut, nähen ist ja jetzt auch nicht schwer, ne? Kommt drauf an, ne? Also so ein Hosenstall und sowas, das kann ich auch alles einnähen. Ach, hier haben wir auch noch Holz. Sehr gut. Dann lassen wir die Eisenblöcke mal ruhig hier und die Treppen auch. So, wir gucken uns mal... Alter, hundertprozentig müssen die irgendwo ausbüchsen. Die backen sich da bestimmt immer raus. Ich ziehe die 2-3 Mal durch den Ansatz und immer aus. Drin rumstochern. Also, warte mal. Ne, der ist glaube ich gerade drüben, ist egal. Also wenn ich jetzt beispielsweise nicht vom Ansatz ausgehe, ne, gehe ich mal jetzt von hier aus, ne? Einfach mit der Häkelnadel hier rein, stochern und rausziehen. Und dann immer in einer anderen Richtung oder wie oder was. Und so dann halt auch am Ansatz. Kleine Wunden zu nähen. Ja gut, das ist ja völlig legitim. Haben wir gerade da raus?